Genau. Ja, Glückwunsch an dich überhaupt jetzt mal, dass du hier bist, dass du in unserer Community bist. Wir haben diese Woche wieder 34 neue Mitglieder hier in der Community. So, so schön, dass du da bist. Lass dich feiern. Ganz toll. Du, wie du siehst, du bist nicht alleine. Wir haben hier über 3000 Mitglieder inzwischen und das ist so, so schön, immer mehr Menschen zu begegnen, die auch auf der Suche sind, die nicht zu den 90% gehören, zu der Masse, die einfach so das Leben an sich vorbeiziehen lässt, sag ich mal, sondern du willst deinen Seelenplan entdecken, du willst mehr aus deinem Leben machen, du willst entdecken, warum du wirklich hier bist und ja, dein eigenes Ding machen. Und deshalb gehörst du zu den 10%, die ja einfach mehr aus ihrem Leben machen wollen. Herzlich willkommen hier in unserer Runde. Wunderbar. Wenn du Fragen hast, gerne reinschreiben, auch ins Kommentarfeld. Ich gehe da nachher nochmal drüber. Habe auch hier auf dem Handy die Seite offen, sodass ich da nochmal reinschauen kann. Und ja, gerne auch auf deine Fragen eingehen. Und schreibe auch gerne rein, von wo du zugeschaltet bist. Wir sind ja aktuell gerade noch auf Zypern. Hätte ich mir auch in meinem alten Leben nie vorstellen können, dass ich meinen Wohnsitz in einem anderen Land überhaupt habe und dann noch auf so einer schönen Sonneninsel, weil ich einfach die Wärme liebe. Ich liebe es einfach, die Wärme und die Sonne und das Meer und auch frei mich auf der Welt bewegen zu können. Gut, klar, im Moment gibt es ein paar kleine Ausnahmen, aber ansonsten mich dort aufzuhalten mit meinem wunderbaren Mann, teilweise auch mit unseren Kindern, die ja inzwischen schon erwachsen sind. Je nach Reiseziel kommen die auch noch mit. Und ansonsten sind wir zu zweit unterwegs. Genau, ja, kann es sein, dass du auch hier bist heute Morgen, weil du schon gefühlt 1000 Dinge probiert hast und immer noch nicht, also auch Kurse besucht hast, Ausbildungen gemacht hast, Bücher gelesen hast, Seminare besucht hast, vielleicht auch schon das ein oder andere Mentoring-Programm gemacht hast, dass du dir auch schon ein Coaching-Programm geleistet hast, im wahrsten Sinne des Wortes, und doch immer noch nicht in deinem Traumleben angekommen bist. Oder schreib mal gerne ein Ja ins Kommentarfeld, wenn das auf dich zutrifft. Oder du hast wie ich gefühlt 1000 Interessen. Ich wollte jetzt gerade sagen, Talente. Talente hast du mit Sicherheit auch gefühlt 1000. Nur das ist das Ding, das gestehen wir uns oftmals selbst nicht ein oder erkennen es auch nicht, weil das ist ja normal für einen, diese Talente, die man hat. Deshalb spreche ich explizit von Interessen. Hast du gefühlt 1000 Interessen und vielleicht auch gefühlt 1000 Ideen, was du machen könntest und weißt deshalb gar nicht, wo anfangen? Weil so ging es mir früher. Ich war jahrelang mit so einem Bauchladen unterwegs. Ich bin ja jetzt schon seit 2004 viele Jahre nebenberuflich selbstständig. 2005, muss mich korrigieren. War ja viele Jahre im öffentlichen Dienst, 30 Jahre und die mentalen Gesundheitspraxis, die, wie ich das damals nannte, die ist ja nebenberuflich entstanden, bis ich dann, ja, es wirklich leid war, mir den Tag vorschreiben zu lassen, mein Leben vorschreiben zu lassen und auch auf der Stelle zu treten. Deshalb sind wir jetzt hier zusammen und sprechen miteinander, bis ich dann wirklich mich committed habe, wirklich die Entscheidung getroffen habe. So, jetzt geht es absolut in diese Richtung, auf den Weg meines Herzens. Und vorher hatte ich vieles ausprobiert und einiges hat funktioniert, einiges hat weniger gut funktioniert, vieles hat nicht funktioniert, vielleicht geht es dir ja auch so. Und vielleicht hast du ja schon sogar Gedanken, bei mir funktioniert das alles nicht und willst sogar vielleicht schon mal aufgeben. Dann bist du hier jetzt genau richtig, weil wir werden jetzt über wesentliche Schritte sprechen, die du gehen musst. Also ich nutze dieses Wörtchen muss überhaupt nicht gerne. Das habe ich weitestgehend aus meinem Sprachjargon gestrichen. Kleiner Hinweis auch für dich. Wir müssen überhaupt
Nichts. Wir müssen überhaupt nichts. Wir glauben, vieles müssen zu wollen oder müssen zu machen. Falsches Deutsch, egal, du weißt, was ich meine. Aber wirklich müssen tun wir gar nichts. Nur du willst ja raus aus der Thematik, in der du gerade steckst. Du willst doch endlich wissen, wer du wirklich bist und was du auch wirklich leisten kannst, wenn du Klarheit hast, was genau dein Ding ist, was deinem Seelenplan entspricht, deiner Lebensaufgabe. Und jetzt steigen wir auch im Prinzip schon gleich mal ein. Meine Liebe, schau mal, was lässt dich denn überhaupt zweifeln? Was lässt dich überhaupt zweifeln? Sind es nicht diese ganzen Bewertungen und Beurteilungen, die du, die wir alle, einschließlich dich selbst natürlich, wie so Schleier übergestülpt bekommen haben? Weil als wir das Licht dieser Welt erblickt haben, als wir aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt sind, da sind wir doch nicht auf die Idee gekommen, an irgendwas zu zweifeln, weder an uns noch an dem Leben. Wir waren einfach da. Wir waren einfach da. Deshalb kann es sein, dass diese ganzen Zweifel, dass das im Grunde genommen nur Dinge sind, die übergestülpt wurden. Lausch mal in dich hinein. Lausch mal in dich hinein. Hallo liebe Barbara, guten Morgen. Liebe Marion, guten Morgen. Hallo Thomas. Marion ist aus Frankfurt zugeschaltet. Ja, wunderbar. Ich muss mal gerade gucken, klappt das hier noch mit der Übertragung? Ja, okay. Gut, weil ich hatte hier gerade ein Standbild und war jetzt ein bisschen unsicher, ob es noch funktioniert. Und bevor ich hier quatsche und wertvolle Tipps von mir gebe und du hörst mich nicht. Okay, also, was lässt dich zweifeln? Kann es nicht sein, dass es wirklich dieses ganze Ding ist, was uns übergestülpt wurde, dass wir nicht gut genug sind, wie wir uns zu verhalten haben, wie wir auszusehen haben, was wir tragen sollen, was wir nicht tragen sollen, wie wir uns da draußen zeigen sollen, wie wir uns zu bewegen haben und. Dass du diese Bewertungen von anderen im Grunde genommen abgekauft hast und jetzt sogar noch glaubst, es sind deine, es ist wirklich dein eigenes Ding. Lausch mal in dich hinein. Und ich behaupte jetzt mal, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, diese ganzen Bewertungen und Beurteilungen, es sind Dinge, die du für wahr hältst, die aber nicht wahr sind, die du als deine aufgenommen hast. Und das ist eines der Dinge, von denen du dich wirklich, wirklich verabschieden darfst, vom Bewerten und vom Beurteilen. Im Grunde genommen ist es ja fast schon grausam, sich selbst zu bewerten und so zu beurteilen, mit sich selbst so umzugehen, wie wir nicht mit der besten Freundin umgehen, im Hinblick aufs Bewerten und Beurteilen. Erster Punkt schon mal, löse dich davon. Hör auf, dich zu bewerten und zu beurteilen. Und nächster Schritt, der auch eine große Herausforderung ist. Dazu lade ich dich ein, öffne dich dem Gedanken, auch aufzuhören, andere zu bewerten und zu beurteilen. Weil jedes Mal, wenn wir Situationen, Dinge, Menschen, Personen bewerten und beurteilen, stecken wir fest, dann sind wir voller Schlussfolgerungen und stecken fest, statt in der Frage zu sein, was ist jetzt sonst noch möglich, wie kann ich jetzt meinen Weg gehen. Ich bringe ein Beispiel dazu, mal gerade von mir. Du erlebst mich hier vor der Kamera geschminkt, ungeschminkt. Du erlebst mich in einem schicken Style mit, keine Ahnung, Perlenkette, mit Schmuck, mit Uhr, was auch immer. Du erlebst mich aber auch völlig ungeschminkt. Du erlebst mich, und für mich ja andere auch, du erlebst mich, wir waren gestern Abend in so einem Lokal, das wir da entdeckt haben, total urig gefühlt, eines der alteingesessensten Lokalen in Lanaka. Aber ganz, ganz simpel und einfach. Auf dem Tisch war eine Papierdicht,
Tischdecke, also fast schon so, was wir in Deutschland als Backpapier sagen würden. Aber alles ganz liebevoll, aber auch simpel und einfach. Und bevor wir reingegangen sind, haben wir erstmal gefragt, was es so zu essen gibt. Und sie hatten auch in der Tat vegetarische Küche. Es war ein Gericht, nur war so eine Platte mit verschiedenen Sachen. Sah auch zunächst gar nicht so aus, als sei es vegetarisch, aber es war vegetarisch, war super lecker. Und du siehst aber auch vielleicht von mir Bilder, wo wir, keine Ahnung, im Fünf-Sterne-Hotel unterwegs sind. Und jedes Mal, wenn wir solche Dinge bewerten und beurteilen, das brauche ich doch nicht, das braucht man doch nicht. Muss es denn jetzt so sein, zum Beispiel protzig sein oder so sein? Das sind alles Bewertungen und Beurteilungen und da stecken wir fest. Und ich kenne das nur zu gut von mir, aus meinem früheren Leben. Wenn ich ehrlich zu mir selbst war, wenn ich ehrlich zu mir selbst damals wirklich gewesen wäre, gerade die Dinge, wenn ich andere gesehen habe, die so auf der Welt unterwegs waren, sei es auch in richtig luxuriösen Hotels oder so. Letzten Endes, wenn ich die bewertet und beurteilt habe, müssen die diese Bilder da zeigen und. Waren es Anteile in mir, die das auch gerne gelebt hätten. Und lausch da mal in dich hinein, sei mal ehrlich zu dir selbst. Und löse dich von diesen Bewertungen und von diesen Beurteilungen, sowohl für dich selbst als auch für andere, um wirklich weiterzukommen und aufzuhören, auf der Stelle zu treten. Denn schau mal, in Wahrheit bist du, wie jeder andere auch. Du, wie jeder andere auch, wie ich und alle anderen, die du da kennst draußen, egal wer es ist, ein unendlich großes Wesen, das einen physischen Körper hat. Du bist nicht dein Körper, sondern du hast einen Körper. Hier in unserem menschlichen Dasein haben wir diesen menschlichen Körper. Also, Einladung aufzuhören, dich zu bewerten und zu beurteilen. Und fühl mal hinein, wie das ist, wenn du damit aufhörst und dich als unendlich großes Wesen jetzt wirklich mal wahrnimmst. Ohne Begrenzungen, ohne Bewertungen, ohne Beurteilungen. Lässt dich das nicht schon mal ein Stück weit aufatmen? Schreib es mal gerne rein oder schenk mir ein Herz oder einen Daumen hoch, damit ich ja weiß, dass ich dich da auch abhole, wo du gerade stehst, weil das ist meine Intention heute Morgen hier. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du glaubst, dass im Grunde genommen Herzensangelegenheiten viel wichtiger sind als irgendwelchen Dingen nachzuhechten, lebenslang zu lernen, lebenslang sich zu verbiegen und. Und dennoch stockt es irgendwo in deinem Leben und du zweifelst immer wieder an dir selbst. Und da spielt natürlich das mangelnde Selbstvertrauen, also ich vertraue mir selbst nicht. Und wenn du dich da jetzt nochmal in diese Energie hineinbegibst, wo ich dir eben mit auf den Weg gegeben habe, schon mal, du bist ein unendlich großes Wesen, das einen physischen Körper hat, aber du bist nicht dieser Körper. Dieses unendlich große Wesen, das du in Wahrheit bist, kämmt das auf die Idee, sich zu be- und verurteilen? Kämmt das auf die Idee, zu zweifeln an sich? Kämmt das auf die Idee, sich selbst nicht zu vertrauen? Ich glaube, daran ist jetzt noch deutlicher, dass du dich von diesen Dingen lösen kannst, wenn du das möchtest. Jetzt fühl mal hinein, wie befreiend das ist. Allein dieser Gedanke jetzt schon. Und so der nächste Punkt ist, als wir so das Licht der Welt erblickt hatten, da hielten wir wirklich doch alles für möglich. Wir hatten Freude, wir hatten Spaß, wir wollten Dinge kreieren, erschaffen, wir wollten die Welt entdecken, wir wollten Neues erkunden. Wir waren auch in unserem Kern glücklich, wir hatten Freude, wir waren authentisch, wir haben uns zunächst mal nicht wirklich verbogen, um es anderen gerecht zu machen. Das sind alles Dinge, in die wir uns ja hineinentwickelt haben. Was aber im Umkehrschluss heißt, dass du das alles noch bist. Dieses kleine Kind,
das nur darauf wartet, dass es wieder Freude im Leben hat, dass es Spaß hat, dass es seinem Herzen freut, dass es die Dinge entdeckt, die es wirklich entdecken möchte. Es hockt ja immer noch in dir. Und ich würde dich auch gern dazu einladen, dich von dem Gedanken zu lösen, dass das jetzt nicht mehr möglich ist, dass es zu spät ist, dass es die wirtschaftliche Situation nicht hergibt, dass es die jetzige Situation da draußen nicht hergibt und, und. Mit unseren Gedanken erschaffen wir uns unsere Lebenswirklichkeit im Außen. Nichts und niemand anderes. Wir selbst spielt sich alles hier, unsere Geschichten, die wir uns zwischen unseren Ohren erzählen, ab. Damit erschafft sich jeder von uns unsere Lebenswirklichkeit im Außen. Wär's, wenn du dich jetzt öffnest, dem Gedanken, dass du wirklich ein unendlich großes Wesen bist, für das wirklich alles, alles möglich ist. Und all das, was da an Gedanken, an Bewertungen, an Urteilen hochkommt, dass es jetzt nicht geht, weil, loslassen. Einfach loslassen. So kommst du schon mal einen ganz großen Schritt überhaupt bei dir selbst an. So kommst du einen ganz großen Schritt überhaupt schon mal bei dir selbst an. Und dann ein nächster Schritt ist, dass du dir mal klar werden willst, klar werden darfst über dein Warum. Warum bist du es denn leid, so weiterzumachen wie bisher? Also ich war es zum Beispiel leid, wirklich, das habe ich ja eben eingangs schon erwähnt, mir meinen Tag vorschreiben zu lassen, dass ich von Montag bis Mittwoch oder in meinem früheren Leben von Montag bis Freitag im Büro hocken muss, dass ich nach Urlaub fragen muss, dass ich mein Einkommen nicht selbst bestimmen kann, dass ich überhaupt nur 30 Tage Urlaub im Jahr habe und wenn ich Urlaub haben will, dass ich andere fragen muss, wann darf ich frei haben? Oder dass ich nicht einfach sonntags arbeiten kann oder wirken kann, wenn du deinen Seelenplan lebst, deinen Seelenruf kreiert hast, dann arbeitest du nicht mehr wirklich, dann wirkst du. Also ich empfinde das jetzt hier nicht als Arbeit. Ich inspiriere dich dazu, auch deinen Seelenplan zu entdecken, deinen Seelenberuf zu kreieren. Nur, wenn mir sonntags danach zumute ist, nichts zu machen, dann ist es der Sonntag zum Nichts machen. Wenn es der Montag ist, ist es der Montag. Also so frei wollte ich einfach leben. Ich war das leid. Ich war das wirklich leid. Und vor allem auch früher, wenn mit den Kindern mal was war, dass ich mich da entscheiden musste, bleibe ich jetzt bei dem Kind oder rufe ich mit einem irren schlechten Gefühl unterschwellig an beim Arbeitgeber und entschuldige mich, dass ich heute nicht komme. Da habe ich immer so gedacht, Mensch, ich bin doch eigentlich 3x7 alt und muss anderen Rechenschaft abgeben. Das waren so Dinge, die mein Warum waren, mein Motor, zu sagen, hey, jetzt geht es in diese Richtung. Und dafür habe ich mich letzten Endes entschieden. Und wie geht's dir? Was ist dein Warum? Warum willst du wirklich aufhören, auf der Stelle zu treten, so weiterzumachen wie bisher? Wie ist das bei dir? Willst du einfach nur mehr Leichtigkeit und Freude? Oder hast du das Gefühl, du suchst schon viel zu lange? Du hast einfach nur die Schnauze voll, um so weiterzumachen wie bisher. Und du willst dich endlich mal genährt und gesättigt fühlen vom Leben, getragen fühlen von Leben. Du willst weniger Stress haben mit dir selbst, aber auch mit der Familie, mit dem Partner. Weil das ist doch das Ding, solange wir uns selbst unzufrieden sind. Wie oft stecken wir den Partner und die ganze Familie mit unserer eigenen Unzufriedenheit an? Und sind dann in der Diskussion, sind in Unfrieden. Es kommt zu Stress und Streit innerhalb der Familie. Was ist dein Warum? Was ist dein Warum? Lausch mal auf den ersten Impuls, der da jetzt kommt. Notierst dir auch gerne. Ganz wichtiger Aspekt, solche Dinge auch zu notieren. Okay? So, und dann darfst du dir auch bewusst machen und erlaub dir da bitte ganz groß zu denken und zu träumen. Was ist denn dein Ziel? Was ist dein Ziel, deine Vision von deiner idealen Zukunft? Ich merke das immer wieder, also muss ich einen Schluck trinken, ich habe einen Vorschmerz.
So, kennst du, ne? Wenn man dann das unterdrücken will, dann geht es gar nicht. Ich erlebe das immer wieder mit den wunderbaren Frauen und ein paar Männer sind ja auch zurzeit in der Akademie, wenn es darum geht, groß zu denken, sich seine Zukunft zu erschaffen, weil die Zukunft ist das, wo wir in der Zukunft leben. Wie sehr wir immer, und da gehörte ich auch mal dazu, wie sehr wir immer dazu geneigt sind, realistisch zu planen, weil wie oft haben wir denn in der Kinderstube gehört, Schuster, bleib mal deinen Leisten, bleib mal mit dem Boden auf den Füßen, mit den Füßen auf dem Boden, so. Ja, wie oft haben wir das gehört? Bleib realistisch. Denk mal realistisch. Sei nicht so unrealistisch. Das geht doch nicht. Weil. Doch alles ist möglich. Auch für dich. Deshalb erlaub dir mal ganz groß zu träumen. Wenn ich dir jetzt so einen Zauberstab geben könnte, ganz viel Universumsglitzer zu dir schicken könnte. Und du jetzt für diesen Augenblick mal alles für möglich halten würdest. Wo würdest du leben? Wie würdest du leben? Was würdest du tagsüber machen? Wie würdest du dich fühlen? Was für eine Ausstrahlung hättest du? Was würdest du tagsüber überhaupt machen? Wie würdest du leben? Wie würde es dir gehen? Und wie würdest du dann auf dein Leben zurückblicken, wenn du jetzt heute die Entscheidung triffst, in diese Richtung geht es jetzt. Weil mit deiner Entscheidung aufzuhören, auf der Stelle zu treten, weil du das Gefühl hast, du trittst schon viel zu lange auf der Stelle, das ist der allererste Schritt. Es funktioniert immer nur, das ist ein Naturgesetz auf dem Weg, dass du dich für etwas entscheidest und dann auch in diese Richtung gehst. Dieses wenn dann, wenn das und das ist, dann mache ich mit Augenblicken. Schau mal, als ich im öffentlichen Dienst gekündigt hatte, ich hätte nur noch ein paar Jährchen gehabt, dann hätte ich können in den Vorruhestand gehen, Teilzeit beantragen, keine Ahnung was. Wir haben da auch welche im wahrsten Sinne des Wortes gesagt, du hast immer alle Tassen im Schrank, jetzt hier zu kündigen, ja? Aber wann findet denn dein Leben statt? Jetzt. Die Zukunft ist die Zeit, in der du lebst, aber dein Leben findet doch jetzt statt. Und solange du denkst, wenn ich erstmal in Rente bin oder wenn ich erstmal keine Ahnung, meine Ausbildung, die du schon angefangen hast, wenn ich die gemacht habe, dann, oder wenn du gerade dabei bist, weil du im Hauptberuf jetzt noch dich nochmal neu orientierst und denkst, wenn ich da jetzt die Klarheit habe, dann, das funktioniert nicht. Du darfst dich jetzt dafür entscheiden. Dann dieser Energie folgen. Nur das ist der Weg. Wenn ich gedacht hätte, noch ein weiteres Beispiel, noch ein bisschen Hirnfutter. Wenn die Kinder mit der Schule alles fertig sind, dann fange ich erst an, mir mein Leben so zu erschaffen, wie ich es wirklich haben will. Dann habe ich erst den Mut, wirklich zu kündigen. Dann. Ich würde heute noch morgen, Montag am Schreibtisch wahrscheinlich shoppen. Unglücklich sein und heimlich Tränen vergießen. Und ja, meine Seele wird mir Botschaften schicken. Vielleicht kennst du das auch über den Körper in Form von Krankheitssymptomen, in Form von Disharmonien. Das sind alles Botschaften von unserer Seele. Also, einer der wichtigsten Schritte ist, Entscheidung haben wir jetzt drüber gesprochen, der nächste Schritt ist, das habe ich eben ja auch schon zwischen den Zeilen erwähnt. Beginne anders zu denken als bisher und erzähl dir andere Geschichten. Alles fängt hier zwischen unseren Ohren an. Die Geschichten, die wir uns bis eben noch erzählt haben, die haben uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Nichts und niemand anderes erschafft uns, mir, dir, jemand anderem, die Lebenswirklichkeit als wir selbst.
Gedanken sind nicht nichts. Gedanken sind eine Form von Energie, so wie alles eine große Energie ist. Du bist ein Teil dieser großen Energie mit einem unendlich großen Wesen, das einen Körper hat, einen physischen Körper, der für unser bloßes Auge sichtbar ist. Diese anderen Energien, die sind für unser bloßes Auge nicht sichtbar. Und es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die auch Energien sehen können. Aber die tun natürlich in unserer Kultur gut dran, darüber zu sprechen. Sonst kommen die mit den weißen Jacken und sammeln sie ein. Ja? Da geht es jetzt auch noch um das Thema Aura. Wir haben so als Kinder mal noch zwischendrin auch noch mal ein bisschen Hirnfutter, damit dein Denker mit dabei ist und ein bisschen besser mit im Boot ist, was ich dir hier als Schritte mit an Hand gebe. Wir haben in etwa bis zum 7. Lebensjahr alle so eine natürliche Gabe gehabt. Wir konnten die Aura von unserem Umfeld sehen. Und das haben wir dann verloren. Nicht von heute auf morgen, sondern so im Laufe der Zeit. Wie komme ich denn jetzt auf dieses Thema Aura? Genau anders zu erzählen, dir andere Geschichten, weiß ich jetzt gar nicht. Okay, aber ich erzähle es dir trotzdem. Ich werde den Faden nochmal finden. Es kommen gar zu viele Gedanken und Ideen. Und, ach ja, bei dem unendlich großen Wesen, deshalb wollte ich dir das sagen. Das sind Dinge, die ich bis unsere Tochter so etwa sechs, sieben war, auch nur aus der Literatur kannte, was ich dir gerade weitergebe. Und aber unsere Kinder, vor allem unser Sohn, der ist 2 Jahre älter als unsere Tochter, der hat da schon so viel mitbekommen, dass ich schon mal über Aura gesprochen habe und Aura wahrnehmen, Aura sehen und sowas. Da hatte der mich schon so oft gefragt, wie geht denn das? Ich habe dann mit ihm so diese Übung gemacht und er war da so ganz begeistert. Und dann kam unsere Tochter rein und ganz neugierig, was macht ihr da? Und sie war damals so 6, 7. Und mein Mann kam dazu und habe ich meinem Mann gesagt, du, ich habe mal gerade die Übung mitgemacht, dass er mal meine Aura wahrgenommen hat, mach du es doch jetzt mal. Dann hat Roman den Vergleich, deine Aura, meine Aura. Und Madeleine kriegt es auch mit. Und Madeleine stellt sich so ganz neugierig hin, guckt und war anschließend total enttäuscht und sagt, das sehe ich ja sowieso. So, was will ich dir damit sagen? Was wir heute noch kennen, ist im Hinblick auf die Aura, dass es Menschen gibt, wo wir instinktiv spüren, ja, der darf mir so richtig auf die Pelle rücken, um es mal so auszudrücken, und bei anderen, da stimmt die Chemie nicht so, der soll mal so bitte ein bisschen von der Pelle bleiben. Und das ist doch auch ein Indiz dafür, dass du wirklich ein unendlich großes Wesen bist, du dir nur bislang andere Geschichten erzählst und im Prinzip durch diese anderen Geschichten, die du dir bis eben noch erzählt hast, dein Leben so klein gemacht hast, dass es auf eine Briefmarke passt. Mal eine ganz heftige Metapher. Ich sage es deshalb so heftig, um dich wirklich wach zu rütteln. Es ist alles, alles für dich möglich. Also, ganz wichtiger Schritt. Beginne ab jetzt anders zu denken als bisher. Beginne andere Geschichten dir zu erzählen, weil damit kommst du dort an, wo du wirklich hin möchtest. Und damit du auch weißt, wo du hin möchtest, nochmal der Schritt zuvor, musst du natürlich auch wissen, wo geht denn die Reise überhaupt hin? Du hockst dich ja nicht auch einfach in dein Auto und hoffst, darüber anzukommen, wenn du nicht losfährst. Okay? Und der nächste Schritt, der geht da auch mit einher. Befrei dich von diesen unsichtbaren Schleiern, Energien, Prägungen, was, ich sage jetzt mal, tonnenweise über uns alle gestülpt wurde. Wie komme ich auf den Begriff tonnenweise? Das ist immer wieder das, was ich höre. Also jeder, der zu mir in die Akademie kommt, da starten wir immer mit einem Erstcoaching. Da brauchen wir so 2 Stunden für. Jeder sagt mir anschließend, ich fühle mich sowas von befreit. Da ist so eine tonnenschwere Last von mir gefallen. Das ist so, so wichtig.
Wenn du wirklich stabil in eine andere Richtung gehen willst, anders denken willst, dir andere Geschichten erzählen willst, die Geschichten, die dich wirklich dorthin bringen, wo du hin willst, dann kommst du nicht umher, dich wirklich auch zu befreien von diesen ganzen unsichtbaren Schleiern, Energien, Prägungen. Da geht es nicht darum, aufstellen, nochmal gucken. Zack, Anleitung, weg ist es. Ja? So, der nächste Schritt ist, finde in deinem Leben den roten Faden. Und zwar den roten Faden dahingehend, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Und ich glaube, das ist mit eines der ja, fast schwierigsten Schritte. Naja, das mit dem Denken ist schon ein sehr, 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 sehr schwieriger Schritt, wirklich stabil in eine andere Richtung zu denken. Beides ist gleich herausfordernd, sagen wir mal so. Denn was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Du hast so viele Talente und Fähigkeiten in dir, die für dich so ganz normal sind, die für dich überhaupt nichts Besonderes sind, die dich aber einzigartig machen. Und da ist es meist eine Kombination aus deinen ganzen Talenten und Fähigkeiten. Das kann man wunderbar, ich nenne das immer als Quintessenz, wenn wir den Seelenplan gemeinsam schriftlich auch fixieren, mit den Menschen, die in der Akademie sind. Das machen wir immer so nach 4 Wochen. Da geht es wirklich darum, die Quintessenz herauszufinden, was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt und all deine Talente und Fähigkeiten zu einem wunderbaren Ganzen auch zusammenzufügen, sodass auch nichts von dir auf der Strecke bleibt, sodass du dich auch richtig austoben kannst mit deinem ganzen Sein, mit deinen ganzen Fähigkeiten. Aber es geht darum, nicht wie ich früher mit so einem Bauchladen unterwegs zu sein, sondern ganz genau zu wissen, das ist mein Ding und für diejenigen da draußen bin ich da. Wenn ich von Bauchladen spreche, meine ich damit, dass ich früher versucht habe, für alle und jeden da zu sein und deshalb auch gar nicht wusste, was mache ich jetzt hier überhaupt wirklich. Diese absolute Klarheit, die brauchst du, damit es funktioniert. Diese absolute Klarheit brauchst du, damit es wirklich funktioniert, damit du sagst, ja, genau das entspricht mir, das entspricht meinem wahren Wesen. Da bin ich in meinem Element, wie die Fische im Wasser in ihrem Element sind. Da bist du in deinem Element, das ist die Quintessenz deiner selbst. Und dann, wenn du genauso wie ich, das ist der Plus-1-Schritt, wenn du genauso wie ich ein sicherheitsdenkender Mensch bist und die Sicherheit haben möchtest, dass jeden Monat auch die Geldenergie zu dir fließt, die du auch wirklich haben möchtest, die du auch brauchst, um dir dein Leben nach deinem Herzen zu gestalten. Achtung, auch da geht es nochmal darum, groß zu träumen, groß zu denken. Und nicht zu denken, naja, so, wenn ich so 2000 Euro im Monat habe, dann kann ich da irgendwie über die Runden kommen. Das sind wieder Bewertungen und Beurteilungen und das hast du von mir bestimmt auch, wenn du länger hier dabei bist, mich verfolgst oder wenn du neu bist, dann hörst du es vielleicht zum ersten Mal. Wir haben auch zu nichts und niemandem ein so krankes Verhältnis wie zu dem Thema Geldenergie. Geld ist da. Sonst gäbe es keine Menschen, die am Tag 1 Million verdienen. Das kommt wieder im Kopf wahrscheinlich, wozu braucht man 1 Million? Es geht nicht ums Brauchen. Es geht um die Möglichkeiten, die da sind. Und deshalb erlaubt dir auch da, groß zu träumen und auch groß zuzulassen, dass diese Geldenergie auch zu dir fließt, die du wirklich brauchst, um dein Ding zu machen. So zu leben, wie du es möchtest, um deine Botschaft, was haben andere Menschen davon, das Geld auf die Welt zu tragen. Und schau mal, was für ein Segen ist es denn, Geld zu haben, dass du nicht mit morgens mit dem Bäcker drüber dich unterhalten musst, welche deiner Talente und Fähigkeiten du ihm gibst, damit er dir ein Brötchen gibt, sondern dass du ein Brötchen haben willst und gibst ihm das Geld und gut ist. Und was in diesem Kleinen geht mit dem Brötchen, das geht auch im Großen.
Es ist nur unsere beschränkte Denkweise, ja, das mit den Brötchen, das geht, aber das Große, das geht nicht. Das ist nicht gut, das brauche ich nicht. Das darf nicht sein. Andere ja, aber ich nicht. Das ist wirklich Bullshit, löse dich davon. So, also, wenn du jetzt so ein sicherheitsdenkender Mensch bist, wie ich auch, das hat mich schon viele Jahre beruhigt im öffentlichen Dienst, am Ende vom Monat pünktlich ist Summe X auf dem Konto, auch wenn ich mit dieser Summe X nie klargekommen bin und immer im Minus war. Und es auch Zeiten gab, sage ich dir auch ganz ehrlich, wo ich dachte, das mit dem Geld kriege ich nicht mehr geregelt in dem Leben hier, aber das geht. Rückenstärkung für dich, egal wo du dich gerade befindest, auch für dich ist das möglich. Dann geht es natürlich auch darum, die Quintessenz deiner selbst, wenn du die hast, ein System zu implementieren, welches dir auch wirklich ein sicheres Einkommen generiert und du auch frei leben kannst, frei agieren kannst, sodass du keinen Mangel mehr hast, das Geld einfach immer da ist. Und nicht, wie ich früher an meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit, als ich klassische Räumlichkeiten hatte, wo ich Coachings, Tagesseminare, Wochenendseminare, auch Einzelbetreuung für VIP-Kunden, die dann so 2-3 Tage bei mir waren, weil sie auch von weit angereist waren, angeboten haben. Also ich war jeden Monat ja auf ein neues am Gucken. Wo kommen neue Kunden her? Also darum geht es auch, wenn du ein sicherheitsdenkender Mensch bist, wirklich ein System zu implementieren, das dir dann wirklich ein absolut sicheres Einkommen generiert, was dich nachts ruhig schlafen lässt, wo du ganz genau weißt, Geld ist immer da. Ja, das sind so 4 Schritte. Und das sind jetzt alles Dinge, die so ganz grob gesagt vielleicht auch gar nicht so viel neue für dich sind. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Aspekt. Vielleicht sind viele von diesen Dingen nicht sehr neu, total neu. Und das Hilfreichste, was ich lange nicht kapiert habe, der Fehler, den ich lange gemacht habe, deshalb teile ich das hier auch noch ganz offen und ehrlich mit dir. Ich habe viel zu lange versucht, es alleine hinzubekommen. Ich habe viel zu lange versucht, es alleine hinzubekommen, bis meine Seele, mein Herz endlich mal so gefroren hatten, dass ich gesagt habe, so jetzt ist Schluss. Jetzt hole ich mir endlich eine Schritt für Schritt Begleitung, eine genaue Begleitung, die mich da abholt, wo ich jetzt stehe. Ich höre auf dem Boot rumzuschippern, sternenförmig hier und da zu gucken, mir Impulse zu holen, schon eine Schrittanleitung. Da stehe ich jetzt, da will ich hin und hole mir jemand an meine Seite. Das ist mit das Wertvollste, was du dir wert sein darfst, dass du auch wirklich dahin kommst. So, wenn du das möchtest, dann, ich poste dir den Link jetzt auch gleich noch rein, dann schaue ich auch mal noch nach Fragen. Dann bewirb dich zu einem Platz in der Akademie. Da machen wir das. Da machen wir das gemeinsam. Dann hast du in 4 Wochen deinen Seelenplan schriftlich in der Tasche. Du hast Klarheit, was dein Ding ist. Und daraus erschaffen wir deinen Seelenberuf. Daraus erschaffen wir deinen Seelenberuf. Wo bitte steht geschrieben, dass das für dich nicht möglich ist? So, Lieben, bevor es weitergeht, Link kommt später, lässt mich gerade mit Facebook. Ich schaue mal noch nach euren Kommentaren, bevor ich dir da noch ein bisschen was auch weitergebe. Ah, ist doch drin. Genau. So, die Marion schreibt, ja, das stimmt, war sehr befreiend, das Gespräch. Ja, Marion, neue Akademikerin, sehr schön. Das Fahrradwaschbecken ist klasse. Guten Morgen, Tatschen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ihr Lieben, wunderschönen guten Morgen. So, wo waren wir stehen geblieben? Dass du dich bewerben darfst um einen freien Platz in der Akademie. Denn schau mal, das habe ich vorhin auch schon mal erwähnt. Wie willst du auf dein Leben zurückblicken? Das ist einer der Punkte, die ich mich irgendwann mal verstärkt gefragt hatte, gerade als ich so die 50 wirklich überschritten hatte.
Wie willst du auf dein Leben zurückblicken? Bei mir kam da ganz klar, ich will auf mein Leben mal zurückblicken und denken, es hat zwar ein paar Jahre gedauert, aber ich habe mein Leben noch gelebt. Ich habe die Kurve noch gekriegt. So wollte ich auf mein Leben zurückblicken. Wie willst du auf dein Leben zurückblicken? Wie willst du auf dein Leben zurückblicken? Und schau mal, diese Schritte, die wir jetzt durchgegangen sind, zu beginnen, anders zu denken als bisher, dir andere Geschichten zu erzählen, dich zu befreien von all den unsichtbaren Schleiern, Energien und Prägungen, die über dich gestülpt wurden. Den roten Faden in deinem Leben dahingehend herauszufinden, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt, und dann auch wirklich ein System, darauf darf der Fokus dann legen, das nenne ich gerne als Seelenberuf, und da gibt es ein paar Dinge, die es da wirklich zu beachten gilt, damit das auch funktioniert, auf die Beine zu stellen, welches dir ein absolut sicheres Einkommen wirklich generiert und dich auch frei agieren lässt. Wenn du diese Schritte befolgst, falls dein Kopf bis eben noch gezweifelt hat, ob das funktioniert, dann wirst du auch diese Ergebnisse bekommen, dann wirst du auch diese Resultate erzielen. Es geht gar nicht anders. Wenn ich dir ein Rezept gebe für einen Marmorkuchen und du backst das genauso nach, was bekommst du aus dem Ofen? Einen Marmorkuchen, keine Schwarzwälder Kirschtorte. Es sei denn, der Marmorkuchen wird dir nicht so gut gelingen, wenn du den Kakao austauschst gegen Marmelade. Klar, aber das sind wesentliche Schritte. Beginn anders zu denken als bisher. Statt wird dir im ersten Schritt überhaupt klar, dein Warum, dein Motor. Warum willst du raus aus dieser Tretmühle, aus diesem Hamsterrad, aus dieser geliebten Falle? Beginn anders zu denken als bisher. Beginn andere Geschichten dir zu erzählen. Die bringen dich dorthin, wo du dann willst. Befreie dich von diesen ganzen unsichtbaren Schleiern, Energien und Prägungen, die dich regelrecht in der Gefangenschaft halten. Das geschieht alles auf einer unbewussten Ebene. Deshalb unterscheide ich zwischen Unterbewusstsein und Unbewusstem. Da hockt dieser ganze Kram. Und das ist auch genau der Grund, warum diejenigen mir nach dem Startcoaching immer wieder sagen, boah, ich bin mich so erleichtert, dass so eine tonnenschwere Last von mir gefallen. So, und dann, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Finde den roten Faden in deinem Leben, und damit du nachts ruhig schlafen kannst und wirklich auch Geldenergie immer an deiner Seite ist und du dir keine Sorgen machen musst, bau das auf ein sicheres Fundament auf, dass du auch ein sicheres Einkommen generierst. Und das sind alles die Dinge, die wir gemeinsam machen. Dazu habe ich die Akademie gegründet, um dich dabei zu unterstützen, dass du, ja, mir kommt immer wieder das Bild, wie ich das ja früher auch, ich habe auf dem Boot gehockt, im See rumgeschippert, da geguckt und da war das rettende Ufer. Das Navi hat mir gefehlt. Das Navi dahin zu kommen, das bekommst du in der Akademie. Du hast zwei Möglichkeiten. Bewirb dich um einen freien Platz. Den Link, der ist im Kommentarfeld schon drin, poste ich dir aber gern auch mal rein. Oder wenn du sagst, ist mir jetzt alles noch ein bisschen schwammig, braucht da irgendwie noch ein Klarheitsgespräch, auch dann bin ich für dich da, nehme mir eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit für dich. Es gibt ein paar freie Termine noch diese Woche, den Link bekommst du auch gleich von mir, und trau dich wenigstens darüber, mal Klarheit zu schaffen. Was genau gilt es noch an Dingen bei dir zu lösen? Also wenn du unsicher bist, aber wenn dein Herz folgt auf dem ersten Impuls. Der erste Impuls kommt immer aus deinem Herzen, immer aus deiner Seele. Alles, was danach kommt, brauche ich nicht, probier es nochmal alleine, ist es jetzt das Richtige und. Das sind alles die Geschichten, wo der Kopf wieder anfängt, der Denker, uns Geschichten zu erzählen, die an alten Kram anknüpfen oder eben an diese Energien, die im Unbewussten wie so ein Virusprogramm aktiv sind und dich klein halten wollen.
löst dich davon. Mit das Wichtigste, was ich gelernt habe in meiner jetzt kompletten Selbstständigkeit oder in meinem Unternehmertum, da gibt es auch nochmal einen Unterschied zwischen Selbstständigkeit, selbst und ständig arbeiten oder unternehmerisch, das Unternehmen auch für sich arbeiten zu lassen im übertragenen Sinn. Auch das wirst du erfahren, wie das geht, dass du nicht selbst und ständig, weil dann bleibt die Freude ja auch wieder auf der Strecke, arbeiten musst, sondern dich verwirklichst, dein Ding, deine Botschaft herausbringst. Und zwar mit dem Zeitaufwand, mit dem Stil, mit der Art und Weise, wie es zu dir passt. Nichts übergestellt, sondern so, wie es zu dir passt. Wenn das eine Stunde am Tag ist, sind es eine Stunde. Wenn es fünf Stunden am Tag sind, sind es fünf Stunden. Du bist der Chef in deinem Ring. Wie willst du es haben? Alles ist für dich möglich. Okay? Und schau mal, wie wird dein Leben in einem Jahr schon sein, wenn du dich jetzt darüber traust und dich wirklich begleiten lässt? Und Wahrheit, was weißt du, wie wird dein Leben in einem Jahr sein, wenn du so weitermachst wie bisher? Was erschafft dir mehr? Was erschafft dir mehr? So, ihr Lieben. Lucia, schönen guten Morgen. Ich gucke hier gerade auf dem Handy. Danke dir. Erklärst sehr klar mit passenden Metaphern. Sehr schön. Ihr Lieben, dann freue ich mich auf die weitere Begegnung mit dir. Bewirb dich um einen der freien Plätze in der Akademie, da wir individuell starten. Gibt es natürlich immer nur eine begrenzte Platzanzahl. Du wirst individuell begleitet. Und wenn dein Kopf noch mehr Hirnfutter braucht und sagt, das ist mir alles noch ein bisschen so spooky, dann komm zum Klarheitsgespräch, Termin, Kalender, online. Da gibt es ein paar Termine noch diese Woche. Und dann nehme ich mir Zeit für dich oder jemand aus meinem Team. Und da schauen wir näher hin, welche Schritte genau bei dir zu dir passen, was es da zu lösen gilt. Okay, ganz liebe Umarmung, liebe sonnige Grüße hier aus Zypern nach einem wunderschönen Tag. Wir sehen uns. Danke für dein Sein. Danke, dass du hier dabei bist, sei es auch im Replay oder jetzt auch live. Schön, dass es dich gibt und bitte. Du bist ein unendlich großes Wesen. Du hast einen Körper und du bist im Prinzip ein Geschenk für diese Welt. Ciao.